Hallo, mein Name ist Samuel und ich bin von Stadler Form und heute gebe ich dir ein paar Tipps zum Oskar Luftbefeuchterfilter. Starten wir gleich mit einem Lifehack, und zwar wird der Oskar Filter nach einiger Zeit im oberen Drittel etwas hart. Das sind Mineralien aus dem Wasser, die sich im Filter ablagern. Das ist soweit kein Problem, aber wenn jetzt die Befeuchtungsleistung dramatisch abnimmt, gibt es eine einfache Lösung dagegen. Und zwar kann man den Filter einfach 180 Grad drehen, damit der harte Teil unten ist und der weiche Teil dann wieder oben. So kannst du die Lebenszeit von einem Filter etwas verlängern. Trotzdem solltest du den Filter nach 2 bis 3 Monaten ersetzen. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar gibt es auf dem Oskar-Filter im oberen Bereich teilweise Verfärbungen. Diese sind komplett normal und nicht gesundheitsschädlich. Die Verfärbungen, das sind Partikel, die aus der Luft gefiltert wurden und sich im Filter ablegen. Oder aber auch Bestandteile des Wassers, die dann im Filter zurückbleiben. Wie gesagt, der Filter kann trotzdem weiter benutzt werden und die Befeuchtungsleistung ist dadurch nicht beeinträchtigt. Das war's. Wenn du noch mehr Fragen zum Filter oder zu den Stadlerform-Produkten hast, dann schreib sie in die Kommentare. Wenn dir das Video gefällt, dann gib uns einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr Videos wie dieses sehen möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Danke und tschüss!